Yes, herzlich willkommen zur heutigen Show Bitcoin Informant live am, was haben wir, den 19. Mai 2017, Show Nummer 98. Yes, es geht voran. Ich habe wieder spannende News mitgebracht, die Kryptowelt. Es gibt jeden Tag einfach wieder was Spannendes zu berichten da. Und erstmal muss ich meinen Mund ein bisschen anfeuchten mit einem kleinen Schluck Kaffee. So, also ich würde sagen, wir beginnen mit dem Preis. Moin Martin, wieder frisch an der Stelle. Also der Preis, alter Schwede, Pascal ist auch da, moin moin. 1921 Dollar, ja, Oliver da, guten Morgen, Halil, ja. 1926 ist der Preis aktuell, er geht weiter hoch, ja. Er geht weiter hoch, kurz vor der 200 Dollar Marke, guten Morgen, Benny. Ja, das Hoch, wir waren schon mal kurz auf 1931 laut dieser Börse. Ja, es sind nur noch 70 Dollar bis zur magischen Grenze von 2000. Also unglaublich. Damit hätte der Bitcoin fast eine Verdopplung dieses Jahr schon wieder hingelegt, wenn es so weit kommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Bitcoin noch die 2000 knackt heute. Daschni, mein Freund, moin, moin, ja. Und ja, alle diejenigen, die letztes Jahr gekauft haben, so wie ich auch, ja, die freuen sich natürlich hier über die Kurssteigerung. Aber es ist bei weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber heute erster Artikel hier von DailyFX. Sind Altcoins der neue Bitcoin? Eine berechtigte Frage, denn auch wenn der Bitcoin sich fast verdoppelt hat, was gerade mit den Altcoins abgeht, das ist auch unglaublich. Morgan Helmut, ja, denn vor allem Ripple und Ethereum, die sind ja extrem krass abgegangen in der letzter Zeit. Wir haben mittlerweile fünf Währungen, die mehr als 1 Milliarde Marktkapitalisierung haben. Bitcoin mit dem absoluten Hoch, 31 Milliarden Marktkapitalisierung. Ripple an Stelle Nummer 2 mit 12,7 Milliarden. Ethereum 10 Milliarden. Dann NEM, New Economy Movement, 2,2 Milliarden. Und der Litecoin mit 1,4 Milliarden. Ja, ja, Pascal, damals für 48 Euro 20 BTC gehabt. Das ist natürlich schlecht. Aber du bist nicht der Einzige, der so viele Bitcoins hatte oder mehr Bitcoins und die dann ja nichts mehr mit angefangen hat. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, es gibt 5 Währungen jetzt im Milliardenbereich und der Bitcoin verliert prozentual immer wieder. Es war vor gar nicht langer Zeit, vor ein paar Monaten noch so, dass Bitcoin ja über 80% der Marktkapitalisierung aller Coins ausgemacht hat. Jetzt sind es um die 50%, ja. Die gesamte Marktkapitalisierung ist über 60 Milliarden mittlerweile und die viele Anleger natürlich auch, die flüchten jetzt, ich sag mal, flüchten ist gut, ja, die laufen in die Altcoins rein und man muss einfach nur gucken, was da passiert. Also wenn wir uns jetzt nochmal die Preise in den letzten 24 Stunden angucken, ist unglaublich, Ethereum über 20% plus, das erste Mal über 100 Dollar, 116 Dollar kostet Ethereum, ja. New Economy Movement 43% plus, viele anderen auch mit einem großen Plus, also unglaublich, was da gerade wieder abgeht. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie es weitergeht. Ich persönlich glaube, der Bitcoin wird die 2000 Dollar Marke kurzfristig jetzt knacken und wird dennoch die Nummer 1, die unangefochtene Nummer 1 erstmal bleiben. Ja, Daschni, danke für die Herzen. Ja. Und ja, auf jeden Fall spannend. Dann haben wir einen coolen Artikel von dem BTC Echo. Ein Goldinvestor empfiehlt Bitcoin als Schutz gegen den drohenden Marktcrash. Vielleicht kennt den der eine oder andere, Mike Maloney. Mike Maloney, ich verfolge ihn auch schon ein bisschen lange, ist Gründer der Handelsplattform für Edelmetalle goldsilver.com. Ich weiß noch, ich habe ihn vor über anderthalb, zwei Jahren mal kennengelernt, aber Videos von ihm gesehen und da hat er noch gar nichts von Kryptowährungen gehalten. Sagt, ja, Gold und Silber, Kryptowährung, das ist alles nichts. Mittlerweile hat auch er seine Meinung geändert. Er sagt, dass Kryptowährungen wie Bitcoin ideal zum Schutz gegen eine Verschiebung des globalen monetären Finanzsystems geeignet sind. Ja? Und er sagt, dass etwas Großes und Bedrohliches auf uns zukommt, auf das man vorbereitet sein sollte. Vorher halt immer Gold und Silber. Ja? Und er sagt einfach, im Jahr 2000
war der Aktienmarkt betroffen mit einer, also war eine große Blase 2008, der Aktienmarkt und Immobiliensektor. Und diesmal sind es Aktien, Immobilien und Anleihen und alle befinden sich in einer der größten Blasen überhaupt, sagt er. Ja? Und wenn diese platzt, dann wird das verheerende Auswirkungen haben und man muss sich irgendwie schützen. Und das war früher mit Gold und Silber möglich, aber er sagt, hey, jetzt hat sich das einfach alles geändert, wir brauchen auch Kryptowährungen. Ulf, Grüße nach Lugano. Ja? Und er sagt aber auch natürlich, man sollte natürlich nicht alleine auf Kryptowährung setzen. Warum? Man braucht eine aktive Internetverbindung. Ja? Ganz klar. Und er schreibt hier, du sollst auf ein monetäres System setzen, was bereits besteht und etabliert ist. Es ist das System der Kryptowährung. Ja? Er besitzt mehrere digitale Währungen, hat mit Bitcoin angefangen. Und er sagt, jeder sollte Kryptowährung benutzen, weil es einfach ein Schutz gegen Inflation ist. Auch ich, das kann ich so unterschreiben. Ja, guten Morgen durch. Guten Morgen, Dirk. Jeder sollte Kryptowährung besitzen. Jeder. Ja? Und wenn du auch der Ansicht bist, dass jeder Kryptowährung besitzen sollte, dann teile dieses Video auf jeden Fall mit deinen Freunden, denn sie brauchen Kryptowährung, nicht nur Bitcoins. Und ich habe gestern auch in einem Video mit einem Kollegen darüber gesprochen. Ja, es wird maximal 21 Millionen Bitcoins geben. Ja? Der Preis wird weiter ansteigen, davon gehe ich aus. Das heißt, nur ganz wenige Menschen werden einen vollen Bitcoin mal haben. Und ich kann es jedem nur raten, deckt euch auf jeden Fall mit Kryptowährungen zum gewissen Teil ein, ja, denn es ist langfristig, wovon ich persönlich ausgehe, eine der besten Sachen, die man machen kann, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja, aber denkt dran, nicht immer alles auf eine Karte setzen. Dann noch ein spannendes Thema hier, endlich tut sich mal ein bisschen was in Europa, wir haben ja immer die News aus Japan gehört, jetzt wurde Bitcoin in einem Retailer da angeboten mit 260.000 Akzeptanzstellen und jetzt kommt der Retail-Giant Alza aus, ich glaube aus Tschechien ist er, ja, und installiert Bitcoin-ATMs in Outlets in Prag und Bratislava. Und endlich mal wieder was aus Europa, gute News, ja, denn sie wollen jetzt hier, ja, die ganzen Automaten aufstellen und die schreiben auch, ja, Prag ist bereits einer der wichtigsten Center für den Bitcoin. Guten Morgen, Wolfgang, ja, und sie sagen auch, wir wollen einfach ja das Trading in Bitcoin supporten, weil einfach die Popularität, immer mehr Leute fragen danach und sie wollen einfach diese Form der Zahlung weiter vorantreiben. Das Ganze funktioniert mit der Unterstützung von dem Payment Gateway Bitcoin Pay. Ja, darüber wird das gemacht. Und Alza, die verkaufen ja alles Mögliche von Schmuck, Uhren, Elektronik und werden halt auch jetzt Bitcoin Hardware Wallets und so weiter verkaufen. Guten Morgen nach Wien, Michael. Ja, also sehr, sehr spannend, dass jetzt auch hier in Europa die ersten Leute kommen. Letzte Woche gab es da schon ein kleines Announcement, dass es Pläne gibt in der Ukraine, ja, in einigen Terminals Bitcoin und Dash zu supporten. Auch sehr, sehr spannend. Walter, du bist live dabei. Yes! Ja, also es tut sich einiges und man merkt immer wieder, dass Deutschland einfach ganz, ganz hinten dran ist, abgeschlagen. Es gibt nicht wirklich viele Stellen, wo man hier mit Bitcoin zahlen kann. Ich wohne ja hier relativ nah an der holländischen Grenze im Ruhrgebiet. In Arnheim drüben gab es ein Pilotprojekt, da haben sich ein paar Unternehmer zusammengetan, haben eine Bitcoin-Zahlungsschnittstelle zur Verfügung gestellt und haben über 100 Unternehmer alleine in Arnheim an Bitcoin angeschlossen, wo man jetzt mit Bitcoin zahlen kann. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal darüber fahren, mir das mal live angucken, vielleicht das eine oder andere Interview auch führen und sehr, sehr spannend. Und ich kann auch nur den Leuten in Deutschland sagen, wenn ihr einen Laden habt, wenn ihr irgendetwas verkauft, macht euch Gedanken darüber, wie ihr Kryptowährung und Bitcoin akzeptieren könnt, denn ich denke, ihr werdet euch später in den Arsch beißen. Ich sage wie es ist, ihr werdet euch den Arsch beißen, ja, wenn der Preis weiter hochgeht. Und ich weiß noch, Anfang des Jahres, es ist ja noch gar nicht so lange her, ja, ein paar Monate, wo Leute gesagt haben, oh, über 1000 Dollar, das ist jetzt so teuer, da steige ich nicht mehr ein in den Bitcoin. Jetzt stehen wir bei fast 2000 Dollar. Ja, bald stehen wir bei 4000 Dollar. Und dann werden die Leute wieder sagen, boah, ist so teuer, lohnt sich das noch? Und dann stehen wir bei 10.000 Dollar. Und dann werden die Leute sagen, was, 10.000 Dollar? Niemals, das lohnt sich nicht mehr. Und dann kommen die 100.000 Dollar und vielleicht auch 500.000 Dollar oder mehr. Alles ist möglich. Also Leute, in diesem Sinne, kauft euch Kryptowährungen, setzt nicht alles euer Geld rein, ja, aber holt euch ein paar, macht euch Gedanken dazu und ich würde sagen, ich bin raus, Ibrahim, kommst zum Schluss, moin moin, nach Franken und ja, ihr wisst Bescheid, wie immer, ja, was gibt's sonst noch zu sagen heute?
keine Ahnung, vielleicht 10 mal 2000 Dollar am Wochenende, oder? Also, ich bin raus. Schönes Wochenende, Leute. Sache wie immer, mach es gut, schwenkt der Hut. Und ihr wisst Bescheid, in Bitcoin, in Cryptocurrencies, we trust. Bam!